Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich es wieder geschafft, dass ich denn einen Herrn, einen Physiker, einen Arzt, der weit über 40 Jahre medizinische Erfahrung hat, heute gerade in Bolivien ist, aber ich habe ihn gewonnen, heute nochmals per Zoom zuzuschalten, nämlich der Herr Dr. Karl Probst. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Probst. Danke, dass Sie Zeit nehmen. Danke, Herr Glock, für die Einladung. Mit Ihnen zu sprechen, ich habe es schon einmal in einer anderen Sendung gesagt, aber ich schaue Ihnen in die Augen und mein Herz lacht vor lauter Freude. Wie haben Sie das geschafft, so viele Lebensfreude zu halten in Ihrem Leben? Man sieht es ja in Ihren Augen. Was machen Sie da? Ja, das ist eine hochspannende, wir haben ja neulich darüber gesprochen, eine hochspannende Erfahrung, und zwar, das ist Ergebnisse eines langen Weges. Also ich habe ja neulich über diese, warum nur die Natur uns heilen kann, hatte ich ja das erklärt. Also es gibt vier Komponenten, die Ernährung, dann eben die Entgiftung, Darmsanierung und die vierte Komponente ist eben das Spirituelle, dass wir uns nicht vom Zeitgeist fangen lassen. Das war, glaube ich, der Christian Morgenstern, übrigens, Sie kennen doch nicht mit dem Nasobeam und haben ja alle als Kinder in der Schule gehabt, aber der hat auch sehr spirituelle Gedichte geschrieben, unter anderem dieses eine, wie war das nochmal, wer vom Ziel nichts weiß, kann den Weg nicht haben, wird im selben Kreis all sein Leben traben, kommt am Ende hin, wo er hergerückt, hat der Menge Sinn nur noch mehr zerstückt. Wer vom Ziel nichts kennt, kann es heute erfahren, wenn es ihn nur brennt nach dem göttlich Wahren. Wenn in Eitelkeit er nicht ganz versunken und vom Wein der Zeit nicht bis oben trunken. Das ist das Geheimnis. Also wir müssen eben aufhören, dass wir dauernd hier in der Außenwelt uns verlieren, sondern wir müssen versuchen, uns konzentrisch, also nicht exzentrisch, sondern konzentrisch nach innen neu zu besinnen. Und dann, das fällt mir gerade ein, der Werner Berggruen, auch ein ganz bekannter deutscher Dichter, der hat ein wunderschönes Gedicht, hat er gedichtet, nämlich die himmlische Mathematik. Wunderbar, ja, wenn sich dir etwas verwehrte, lass es schwinden unbewegt. Alle enthalten, das Entbehrte wird dir mystisch zugelegt. Lieb doch Gott die leeren Hände und der Mangel wird gewinnen. Und immer da offenbart das Ende einen strahlenden Beginn. Jeder Schmerz entlässt dich reicher, preise die geweihte Not und aus nie gelehrtem Speicher nährt dich das geheime Brot. Es gibt ein geheimes Brot, das können Sie übrigens auch im Evangelium nachlesen, Johannes Evangelium Kapitel 4, da kommt doch die Szene da mit dieser komischen Samariterin, wo dann Jesus ihr sagt, ich habe wenn ich dir dieses Wasser gebe, dann wirst du wieder eben Durst haben, aber ich habe ein Wasser, was dich ewig sättigt. Genau. Und dann kommen doch die Jünger, die haben ihm doch Essen gebracht und dann wundern die sich und sagt Jesus, ich brauche nicht, ich habe ein geheimes Brot, was mich ewig nährt. Und dann fragen sie ihn, ja, was denn? Ja, meine Nahrung ist, den Willen des himmlischen Vaters zu tun. Das ist das Geheimnis. Also, dass wir uns wirklich ausorientieren, umorientieren, so wie die Sonnenblumen. Die Sonnenblumen, ja, ist ja schon aufgefallen, die richten sich ja dauernd nach der Sonne. Ja. Und deswegen kriegen die genügend Lebensenergie. Also ich habe noch nicht gehört, dass die Sonnenblumen beim Hausarzt da waren, sind, ah, Doktor, ich habe dies, ich habe jedes, sondern die haben da schon alles, verstehen Sie? Obwohl, früher war das ja auch gang und gäbe, dann hat man im Krankenhaus und dann waren alle draußen in der Sonne und durften Sonnenbaden, oder? Absolut, absolut. Das waren die uralten Dinge. Gibt's ja heute noch den New Start. Das ist eine amerikanische Methode von den Adventisten. Von Nutrition, Exercise, Water, New und dann S, Sun. Also diese sieben Komponenten, die sieben Doctors. Da gibt's ja tausend Dinge. Und alles das ist eigentlich schon auch vorweggenommen in der Apotheke des Poseidon.
nicht? Also diese ganzen über diese Energieschub aus dem Meer, das ist sozusagen die Entfaltung dieses wunderschönen Schlagwortes Poseidon, das war ja der Meeresgott. Und das ist also ein archaisches Lebensmittel. Also wenn Sie es zumindest mal angucken, die Medizin oder überhaupt die ganze sogenannte Wissenschaft, die glaubt ja, dass das Leben aus dem Meer kommt. Das heißt, im Meer sind in höchster Potenz alle lebensfördernden Elemente vorhanden. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Denn das sieht man ja an den Japanern, an den Koreanern, die ja dauernd mit von der Wiege bis zur Bahre mit diesen mit den Meeresgemüsen eigentlich groß werden. Und zwar speziell mit den Makroalgen, zum Beispiel mit diesem Seaweed, wie es heißt auf Englisch, eben diese Ascophyllum nodosum. Das wäre die lateinische Bezeichnung. Und da gibt es eben auch gibt es sehr viele Untersuchungen. Es gibt die Neuauflage meines Buches, das ich vor 23 Jahren geschrieben habe. Das war damals eines der allerersten Bücher über Algen im deutschsprachigen Raum. Habe ich jetzt in einer Neuauflage. Heißt das Energieschub aus dem Meer? Energieschub aus dem Meer, genau. Da war er. Genau. Und das sind sehr viele neue wissenschaftliche Studien. Es ist wirklich ein absolute Panazee, also ein Universalheilmittel für alles und jedes. Also bei Krebs, die Fucoidane, dann eben dieses natürliche Jod. Übrigens hochspannend, wenn Sie St. Görgi angucken, das war dieser ungarische Wissenschaftler, der den Nobelpreis bekommen hat, weil er Vitamin C entdeckte und dann die ganzen biochemischen Parameter da auch von dem Krebszyklus, wie wir die Energie gewinnen, entdeckt hat und erforscht hat. Und der hat zum Beispiel mit dem Jod gearbeitet. Der gibt in seinen Lebenserinnerungen, das habe ich in einem anderen Buch hier in dem Natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit auch beschrieben, da kommen die ganzen Geschichten, auch die Anekdoten von ihm. In seinen Lebenserinnerungen gibt er das weiter. Ja? Die haben damals gelernt, generell, auch wenn wir nicht wissen, warum, wir geben den Jod mit Kalium. Ja, dass die Leute einfach energetisch aufgewertet werden. Nebenbei bemerkt, das ist auch ein ganz, ganz großes also Problem. Also Kalium ist ja, glaube ich, anregend, oder? Ja, natürlich, anregend. Diese Müdigkeit, das ist ja inzwischen auch in Deutschland, wenn ich da meine Coachings halte, das ist grauenhaft. Also auch immer jüngere Leute schon mit 18, 20, die kommen kaum aus dem Bett. Warum? Weil die halt irgendwie müde sind dauernd. Und das ist diese wahnsinnige Überlastung mit Giften aller Art. Und da kann man tatsächlich, und deswegen habe ich den Namen Energieschub aus dem Meer auch gelassen, weil das tatsächlich uns ganz neue Energie Reserven wieder anbietet. Und wir brauchen ja gerade in den jetzigen schwierigen Zeiten eben diese energetische Ausstattung, dass wir halt eben besser drauf sind. Also ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich habe mal gelesen, dass unser Blut mit Ausnahme des Salzgehaltes in der Zusammensetzung und im Verhältnis von Mineral zu Mineral absolut identisch ist mit dem Meer. Ja, absolut. Genau so ist es. Deswegen kann man, das ist ja, darauf stützen sich ja die sogenannte Phylogenetik, also die Entwicklungsgeschichte der Menschheit auch. Wir haben tatsächlich das Meerwasser in uns. Das ist genau der Witz von der Sache. Aber das weiß niemand. Ich habe das schon x-mal Leuten gesagt. Das kann ja nicht sein. Das ist ja ein Wunder. Also da kommt ja der Mensch wahrscheinlich wirklich aus dem Meer. Ja, so ist es. Und da muss man sofort anfangen, normal zu werden und sich mal zu fragen. Also wenn das stimmt, was Sie eben sagten, und das stimmt tatsächlich, dann müssen wir doch gucken, dass wir diese Komplexität der verschiedenen Ionen, wir bestehen aus etwa 85 verschiedenen Elementen, dass wir die dann auch abbilden, zum Beispiel mit unserem täglichen Kochsalz, gib uns heute oder so ähnlich heißt es ja. Und wenn Sie Kochsalz oder lieber Meersalz, oder? Ja. Und das ist eben das Grauenhafte. Und es gibt, sprechen Sie mal einen Bauern an, wir sollten viel mehr mit der Natur uns wieder verbinden. Wenn ein Bauer seinen Tieren das normale Kochsalz gibt, was wir als Menschen im Supermarkt kaufen, dann werden die Tiere alle krank und sterben langfristig. Ja, ich habe es mal mit einem Meerwasseraquarium gemacht, dem kleinen, und da waren nach einer halben Stunde waren alle Fische tot. Überlegen Sie mal, genau so ist es. Das ist grauenhaft und deswegen kann man als Appell, nicht? Wir wollen ja unseren Zuschauern auch etwas Konkretes an die Hand geben, also als allererstes wirklich wenigstens bitte Vollmeersalz, Himalaya-Salz oder vom Salar de Uyuni hier in Bolivien.
dass wir eben dieses integrale Salz haben, in dem alle 85 Spurenelemente eben vorhanden sind. Aber Energieschub aus dem Meer, ich meine, wenn der Mensch ja in der Basis des körperlichen Substanz, nicht des geistigen, nur des körperlichen, wirklich aus dem Meer kommt, dann müsste ja diese Urwurzeln von uns ja noch viel, viel mehr Schätze haben, die uns gut tun würden. Absolut, genau das ist ja die Idee. Und wir leiden im Wesentlichen aufgrund einer Mangelausstattung von diesen Urprinzipien. Die sind uns verloren gegangen durch alle diese Raffinierungsmaßnahmen, die wir haben, auf allen Ebenen. Das sehen Sie ja auch beim Mehl, nicht? Es gibt verschiedene Mehle, Auszugsmehle. Und je mehr es verfeinert wird, anstatt eben, dass Sie jetzt hier, Sie nehmen Ihr Weizenkorn, wenn Sie schon überhaupt Weizenkorn essen wollen, und mahlen das frisch und dann verarbeiten Sie das. Das war ja die Idee von Dr. Schnitzer, der ja auch übrigens jetzt schon über 90 ist und der sozusagen das lebende Beispiel auch dafür für seine Lehre darstellt. Also ist eigentlich immer dasselbe im Grunde. Und der hat das ja gesagt, nicht? Sie kaufen sich eine Mühle, da werfen Sie selber dann das Getreide hinein, mahlen das und dann verarbeiten Sie es frisch. Und dann haben Sie halt die ganzen Potenzen, die Urinformationen noch enthalten. Und alle Raffinierungsschritte, alle Prozessierungsschritte, die sind eigentlich von übel. Was würden Sie mir empfehlen, nebst dem Meersalz, also dosiert nicht zu viel wahrscheinlich, was würden Sie mir sonst noch empfehlen, was ich mir aus dem Meer holen sollte? Also eben die Algen, speziell die Makroalgen, wie gesagt, die braunen Algen, denn die haben dann diese Entgiftungsprozesse über die Alginate. Also das, was Sie eben ja schon sagten, Sie haben Ihre Chelartherapie gemacht, müssen zum Doktor, müssen viel Geld zahlen, müssen gepiekst werden. Das können Sie viel kostengünstiger, ohne Schmerzen, fortlaufend, kontinuierlich unter eigener Regie, in Eigenverantwortung genau so machen. Kriege ich da alles raus? Auch Aluminium, auch Quecksilber, auch alles. Cadmium. Alles. Das ist ja der Witz von einer Chelartherapie. Im Gegenteil, der nimmt noch zu viel weg. Deswegen, wenn Sie jetzt eine richtige Chelartherapie machen, also mit diesem, ist ja so eine Art Essigsäure, vierfach Essigsäure, dann werden ja sogar auch die guten Elemente wie Magnesium und Calcium rausgeholt. Ja, ja. Und deswegen geben die ja dann auch noch in eine Infusion parallel an Calcium und Magnesium. Also das Problem, dass wir sagen, es wird womöglich zu wenig rausgeholt, ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass zu viel rausgeholt werden könnte an zweiwertigen Elementen zum Beispiel. Also das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig. Zwei Fragen. Erstens, was soll ich schlucken, um diesen Entgiftungsprozess zu beschleunigen oder zu fördern und wie viel davon? Weil auch hier streiten sich ja viele Experten, was man alles schlucken soll und wie viel. Darf ich von Ihnen eine konkrete Empfehlung hören? Ja, das ist ja das, was ich entdeckt habe vor eigentlich bald 40 Jahren. Auch da wieder, das ist auch so eine Art Ursünde, möchte ich fast sagen, der Medizin, dass wir dauernd irgendwelche Krankheiten behandeln. Ja, dass wir sagen, oh, du hast Fieber, jetzt brauchst du ein Fieberzäpfchen, was natürlich sowieso Quatsch ist, aber egal. Habe ich festgestellt, du hast Vitamin D3-Mangel, ach, da musst du jetzt mal ordentlich Vitamin D3, ja, oder du hast Vitamin B12-Mangel, jetzt muss ich dir eine Vitamin B12-Spritze geben, damit das geht. Das ist ja das Falsche. Wir müssten in einen Dauerzustand gebracht werden, gesunder Lebensführung. Und zur gesunden Lebensführung gehört eine Dauertherapie an Entgiftungspotenzen. Das lernen uns ja gerade eben Korea oder Japan. Warum haben die denn so eine fantastische Lebensordnung? Die haben den höchsten IQ-Quotienten von 107 durchschnittlich. Haben nur Japan, Korea, die ganzen östlichen Völker, die von diesen braunen Algen schon von kleinstem Kindesalter her eben permanent eine sanfte Entgiftung haben. Das heißt, dann wird die Frage auch gar nicht so akut, hast du jetzt genug davon bekommen, ja, oder zu viel? Nein, das ist Teil meiner täglichen Nahrung. Nicht Fleisch oder so etwas, sondern eben die Algen mit dem Jod und mit den Fucoidanen und mit vielen Stoffen. Habe ich übrigens auch jetzt in der Neuaufgabe, die ist also 70% oder 60% erweitert, wo eben unzählige neue wissenschaftliche Studien ganz glasklar belegen, dass diese ganzen Mikronährstoffe eine heilsame Wirkung haben. Das Immunsystem wird laufend regeneriert. Alle, natürlich der
Energiehaushalt wird eben verbessert, speziell auch durch das Jod und so weiter. Aber Sie merken schon, das ist zwar jetzt in meinem Buch eben Punkt für Punkt dargestellt, aber so analytisch, so wie in der Anatomie. Nicht? Das erzählt man, aha, das ist hier der Finger und das ist ein Ohr. Aber ich habe es jetzt endlich verstanden, das Ganze, diese Braunalge auch essen sollte, aber ich möchte ja nicht, kriege ich die also auf dem Teller serviert jeden Tag oder kann man die auch, gibt sie irgendwie in Reinheit und Sauberkeit, sodass man sie wirklich essen kann? Weil ich kenne ja auch die Meeresverschmutzung, oder? Genau, deswegen ist ja das Problem, gerade jetzt mit Japan ist ein echtes Problem durch dieses unglückselige Fukushima. Da kommen ja auch nach wie vor pro Tag 300 Tonnen radioaktives Wasser ins Meerwasser. Und insofern ist es höchst problematisch. Selbst die Japaner, die ernten inzwischen, in ihren eigenen Wässern geht das gar nicht mehr, sondern die müssen dann nach Süden gehen, Korea und dort holen die dann ihre Algen her. Hm. Ja. Wie kommen Sie jetzt dazu oder wie komme ich dazu? Eben, das ist schon seit Jahren, habe ich das entwickelt mit der Firma Tellomit. Die haben da reine Erntegebiete im Nordatlantik. Und vor allem ganz wichtig, egal wo das herkommt, es muss dann eben genau analytisch untersucht werden. Entspricht das? Denn das Problem ist ja, die Algen, die raffen, die haben eine Affinität zu den Giftstoffen, auch Radioaktivität übrigens. Auch Radioaktivität kann man befreien. Aber natürlich, dann sind die Algen radioaktiv, das wäre natürlich gar nicht so gut. Ja, klar. Tellomit habe ich gehört. Braunalge. Und wie viel muss ich davon nehmen, um wirklich Aluminium und Quecksilber und all meine Belastungen, sagen wir, in 2 Jahren loszuwerden? Also die Normdosierung von diesen Algen, das sind also Bio-Algen natürlich, und da sind 2x2 eine Kapsel, das sind knapp 1 Gramm. Und vom Jodgehalt haben sie dann, ich glaube, das sind 0,5, das sind 4 Milligramm, also 4 Milligramm Jod pro Tag. Das ist eine sehr gute Dosierung, weil das generell alle die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle, anregt und dann eine optimale energetische Leistung des Organismus zu erwarten ist. Das hat mich jetzt total überzeugt und das werde ich auch machen, weil ich sehe einfach auch, dass wir immer mehr Belastungen haben um uns herum. Und ich da damit einen aktiven Beitrag zur Entgiftung machen kann. Ich persönlich suche immer noch irgendwie etwas Gutes im Bereich Vitamin C, damit man wirklich hochdosiert Vitamin C auch in den Körper kriegt, wo mir sehr viele Ärzte immer wieder sagen, der Professor Hecht hat mir aber gesagt, das funktioniert nicht, man muss es über IV machen, um den Magen zu schonen, weil sehr viele Leute Darmprobleme hätten. Jetzt weiß ich nicht, was stimmt. Der eine sagt das, der andere das. Wie sagt das Sie als Experte? Also es stimmt natürlich. Also wenn Sie mehr als 3 Gramm Vitamin C nehmen, dann werden Sie Durchfall bekommen. Übrigens eine fantastische Methode, gerade wenn Sie fasten, dann nimmt man auch immer dieses Bittersalz und Glaubersalz. Ja, furchtbar. Und nehmen Sie Vitamin C und zwar so, dass der Stuhl schön weich wird. Also nicht, dass Sie da nicht von der Toilette kommen, aber das können Sie sehr gut steuern, die Menschen. Okay. Aber so als Faustformel kann man sagen, ab 3 Gramm, da wird es dann ein bisschen problematisch und dann müssen Sie halt öfter auf die Toilette. Nehmen aber wenn Sie jetzt fasten, würde ich Ihnen empfehlen, dann nehmen Sie 20 Gramm auf einmal, dann sitzen Sie mal 24 Stunden, haben Sie da Ihre Sitzung, aber dann haben Sie wirklich den Magen-Darm-Kanal sehr schön geleert. So, das war jetzt gerade wieder so eine schöne Szene, wo ich Ihre Augen gesehen habe und ich habe das Gefühl, ich sehe gerade direkt in die Seele rein. Was würden Sie auch den Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen, um wirklich auf Ihrem eigenen spirituellen Weg weiterzukommen? Ja, das ist eine fantastische Frage. Das ist wieder die vierte Komponente dessen, was ich da entdeckt habe, wiederentdeckt habe. Sie kennen ja den alten Spruch, Wissenschaft ist und bleibt, was einer ab vom anderen schreibt. So ungefähr ist das hier auch. Und also es ist tatsächlich so. Oder die Goethe Wissenschaft hat das von heute ist der Irrtum von morgen. Ja, absolut, absolut richtig. Aber das, was Goethe vor 200 Jahren schon gesagt hat, und ich glaube, das ist einer der ganz, ganz wichtigen Schlüssel, damit wir weiterkommen auf diesem spirituellen Weg. Dummes Zeug kann man viel reden, kann es auch schreiben. Wird weder Leib noch Seele töten, wird alles beim Alten bleiben. Dummes Zeug aber vors Auge gestellt, hat ein magisches Recht. Weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Das heißt mit anderen Worten, hüten wir uns bitte vor allem, was über die Augen reinkommt. Übrigens hochspannend, wenn Sie mal im Alten Testament gucken, der Sündenfall,
Das ist hochspannend. Der Sündenfall, das ist im Kapitel 3, also in Genesis, im ersten Buch Mose, Kapitel 3 genau beschrieben. Und da geht's los im Kapitel 3, dann im Vers 5, dann fängt die Schlange einen Dialog mit der Eva an und sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, wenn ihr davon esset. Also Fragezeichen. Merken Sie, die Schlange ist da. Und das war der erste Fehler, den die gemacht hat. Und dann hat natürlich die Schlange gesagt, ach, das ist alles Quatsch, denn wenn ihr essen werdet da von dem Baum, dann werdet ihr sehen. Und dann in Vers 6, das müssen wir sich mal angucken, da steht dreimal das Wort sehen und die Eva sah, dass die Frucht gut, dass der Baum gut anzusehen sei und dass die Frucht die Augen öffnen würde und dass man erkennen würde. Dasselbe Wort, dreimal. Sie sah. Die Hypnose. Ja, die Hypnose kommt immer über die Augen. Ja, schauen Sie, konzentrieren Sie sich und immer Einengung des Bewusstseins. Herr Glock, konzentrieren Sie sich bitte auf die Spitze von dem Kugelschreiber. Merken Sie, Einengung des Bewusstseins anstatt Erweiterung des Bewusstseins, Einengung. Und deswegen das Wichtigste, dass wir die Augen hüten. Und das ist nicht komisch, es gibt inzwischen hunderte von Fernsehprogrammen und manche auch hier in Bolivien, die sind arm wie die Kirchenmäuse, aber die haben da 5 Fernsehantennen. Die können den ganzen Tag von früh bis abend sich berieseln lassen von aller Welt. Und wenn Sie dann mit den Leuten versuchen, ein Wort zu reden, halt, naja, die totale Verdummung. Also, wenn wir den spirituellen Weg gehen wollen, müssen wir als erstes unter die Füße bekommen die Augenlust. Die Augenlust ist das Allerwichtigste, meiner Meinung nach. Und der Beweis, den sehen Sie eben, 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6. Nachgucken, meditieren Sie darüber, glauben Sie mir kein Wort, aber versuchen Sie, das umzusetzen. Ich glaube eben, dass das eben die Königsklasse ist, auch für unsere Gesundheit. Wenn ich sehe, zum Beispiel die Forschungsarbeiter aus der Psychoneuroimmunologie, wenn ich sehe, wie Placebo-Nocebo-Forschung oder die Beobachtereffekte aus der Quantenphysik, dann sehe ich doch einfach hier, dass unser Mind, unser Bewusstsein, unser Geist eigentlich der totale Herr ist über unsere Gesundheit. Ja, das sagt ja der auch Angelus Silesius so schön. Mensch, alles, was du willst, also würde ich sehr empfehlen, habe ich jetzt leider auch nicht mitgebracht. Das ist so ein wunderschönes Büchlein, vor 300 Jahren geschrieben. Das sind nur solche Zweizeiler, also sogenannte Alexandrinerverse. Alexandrinerverse sind immer 2x6 Silben. Also 6 Silben plus 6 Silben ist also eine Zeile und 2 Zeilen davon. Und einer davon lautet eben, Mensch, alles, was du willst, ist schon zuvor in dir. Es liegt nur an dem, dass du es nicht wirkst herfür. Also wir brauchen gar nicht dieses ganze Bitten. Also wenn überhaupt, dann vielleicht das Vaterunser, dass wir uns hingeben. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht ich bin der Herr im Hause, sondern ich habe einen anderen. Ich nehme eine lauschende Haltung ein und lasse mich führen. Das ist das, was Hedwig von Rädern sagt. Das war eine ganz bekannte Dichterin vor etwa 200 Jahren. Und die hat das gedichtet eben, hier hast du meine beiden Hände, mach mit mir, was du willst. Du weißt den Weg, du weißt das Ende, führ du mich durch die Fremdlingschaft. Und dann kommt es, leite mich in der zweiten Strophe, leite mich mit deinen Augen auf jedem Schritt im finstern Tal, wie gar nichts meine Kräfte taugen, ich fühle es täglich 1000-mal. Ich müsste ja vor Angst verzagen, wüsste ich nicht, dass du mit mir gehst, dass deine Schultern für mich tragen und dass im Kampf du bei mir stehst. Wow. Ja, so ungefähr in diese Richtung, wow. Das wäre ein Ansatz, um mal weiterzukommen, sagen super, wir mal. Super. Also wenn ich ja könnte, würde ich Sie ja, wenn Sie im Studio sitzen würden, hier da bei mir, würde ich jetzt aufstehen und Sie drücken. Trotz Corona. Sehr schön. Ja, kann jetzt leider nicht drücken, aber ich kann irgendwie die Hand in die Kamera halten. Genau. Dito. Immer wieder eine große Freude und bitte, lass uns einfach schauen, dass wir uns alle Monate wieder treffen hier, um einfach solche wertvolle Herzensinformationen, die uns einfach gut tun, den Zuschauern vermitteln zu dürfen. Es ist so schön und großartig. Herzlichsten Dank, lieber Herr Dr. Probst. Danke, Herr Glock.
Super, super. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kann ich eigentlich nur noch sagen, ich hoffe, Ihnen geht das Herz genauso auf wie mir, wenn man mit so einem weisen Arzt, einem weisen Physiker, einem weisen Menschen, der so belesen ist und so viele Zitate immer wieder bringt, die einfach punktuell stimmen und alles hat er im Kopf drin. Der Mann macht unglaublich viel richtig in seinem Leben und ich bin wirklich sehr stolz, dass ich heute mit ihm hier diese Sendung machen durfte. So, ich hoffe, es geht Ihnen gleich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.